Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos und heute ist der Zoo von Michael dran. Dieser schreibt natürlich auch eine kurze E-Mail für uns. Lieber Dandy, leider ist mein alter Zoo durch den Reset knapp über die Klippe gesprungen. Allerdings ist das nicht schlimm, denn so kann ich dir meinen neuen Zoo zusenden. Dieser ist nicht besonders groß, dafür habe ich mehr Wert auf die Details gelegt. Im Yukon Zoo finden sich allerlei Tiere, die es bergig, waldig und eher kalt mögen. Er umfasst 7 Gehege, ein Restaurant und eine 4x4-Tour, welche durch 2 Gehege führt. Wie bereits erwähnt, habe ich viel Wert auf die Details meines Zoos gelegt, weshalb du gerne dazu eingeladen bist, überall auch hinter die Kulissen zu schauen. Die Schilder mit der Aufschrift "Kein Zutritt" sollen für dich nicht gelten, denn die Gestaltung der Mitarbeiterbereiche hat mindestens so viel Zeit in Anspruch genommen wie die der Gehege. Nun wünsche ich dir viel Spaß bei meinem Besuch im Yukon Zoo. Liebe Grüße, Michael. PS, du kannst den Zoo auch gerne bei Nacht besuchen, denn er besitzt ein eigenes Lichtkonzept. Denke ich hoffentlich dran. Und er hat noch dazu geschrieben, dass ich den für euch veröffentlichen kann. Das heißt, ich werde einen Link unten in die Videobeschreibung packen. Dort könnt ihr dann den Speicherstand runterladen und den Zoo mal selbst ausprobieren. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal in Michaels Zoo. Und damit sind wir schon im Zoo von Michael angekommen. Der war übrigens geschlossen. Ich habe ihn gerade wieder eröffnet, einfach, dass hier auch ein paar andere Gäste rumlaufen und wir so ein bisschen mehr das Feeling von einem Zoo bekommen. Ich habe auch sehr gute FPS, deswegen sollte das mit den Gästen kein Problem sein. Habt ihr auf 500 begrenzt, also zu viele werden es dann hoffentlich auch nicht. Wenn die uns gleich im Weg rumstehen sollten oder so, dann können wir den Zoo hier einfach wieder schließen. Das ist ja kein Problem. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in deinen Zoo hinein. Und der heißt, hier seht ihr es auch rechts, Yukon Zoo. Das ist ja ein süßer kleiner Eingangsbereich. Sehr schön bepflanzt hier. Auch sehr interessantes Geländer. Schöne Bäume. Das sieht doch schon mal ganz toll aus. Hier hast du sogar ein paar Laternen eingebaut. Oh, und hier links ist schon das erste Mitarbeitergebäude. Aber du hast ja gesagt, da dürfen wir sogar rein, ne? Das ist ja selten der Fall. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Da gehen wir jetzt rein. Auch wenn hier steht, kein Zutritt. Uns hält das nicht auf. Oh, hier ist eine selbstgebaute Tür, oder? Das ist ja interessant. Wie macht man denn so eine Türklinke selber? Nee, das ist eine fertige Tür. Oh, okay. Dann kannte ich die wahrscheinlich einfach nur nicht. Na gut, ist ja auch nicht schlimm. Gehen wir mal hinein in den Mitarbeiterraum hier. Das sieht doch ganz nett aus. Sehr modern. Schöne Farbkombination. Und sogar Musik. Eine Überwachungskamera. Oh, das ist aber gemein, dass hier die Mitarbeiter überwacht werden in deinem Zoo. Die Armen, die tun mir leid. Hinten ist sogar ein Parkplatz mit ein paar Jeeps. Ach, wie cool. Da hast du dir ja echt viel Mühe gegeben. Sogar hier alles Laternen und sowas. Geht's hier noch raus? Nee. Und es geht sogar noch nach oben. So, gehen wir mal hoch. Ich mag diese Farbe hier sehr gerne. Die ist cool. Du hast hier auch das komplett durchgezogen. Also alles richtig schön von innen auch gestaltet. Finde ich toll, dass du dir so viel Mühe gegeben hast. Selbst mit den Mitarbeitergebäuden. So. Dann betreten wir mal dein Zoo. Yukon Zoo heißt er. Ich bin sehr gespannt. Hier geht's rein. Hier ist der Eingang. Ein sehr schönes Eingangsgebäude. Eine tolle Form. Mit so einem schrägen Eingang. Hier geht's dann durch. Okay. Ich denke mal, hier kann man Geld holen. Und hier kann man sich dann Tickets ziehen, so wie es aussieht. Hier sind nämlich 3 Ticketautomaten. Die sind wahrscheinlich aus dem Workshop. Die habe ich nämlich, glaube ich, schon öfter gesehen. Und hier kann man sich dann sogar gleich nochmal informieren. Zweimal. Auch sehr gut. Also sehr detailgetreu. So kennt man es eigentlich aus dem Zoo. Und auch Toiletten sind hier. Also eigentlich ist hier alles am Eingang, was man so benötigt. Oh, hier ist kein Eingang. Ah, ich glaube, das ist der Ausgang. Ich verstehe. Hier hast du auch diese coolen Drehdinger eingebaut. Sind die jetzt eigentlich zu platzieren so? Oder bestehen die... Ne, die bestehen aus einzelnen Objekten, so wie es aussieht. Oh. Ist kurz geruckelt, aber macht ja nichts. Das kleine Mädchen hat da gerade noch Geld reingeschmissen. Egal, wir lassen uns jetzt nicht spoilern. Wir gehen jetzt mal durch den originalen Eingang, so wie es sein soll. Hier gehen wir rein. Wir haben unser Ticket geholt. Kein Zutritt. Müssen wir das Ticket noch irgendwo einlösen? Ah ne, ich glaube, es ist so gedacht. Man zieht hier das Ticket und das sind dann sowas wie die Kassen. Ich denke mal, so ist das gedacht, ne? Und dann kann man, wenn man das eingelöst hat, hier durchgehen
Und hier ist sogar dann nochmal so ein Detektor, so ein... Ich weiß gar nicht, was wird denn damit festgestellt? Ob man illegale Waffen mit in den Zoo schmuggelt? Ich weiß es nicht. Oder ist das für die Tickets? Kann auch sein. Ist auf jeden Fall cool. Sieht sehr nice aus. Wir gehen aber auch hier mal in den Mitarbeiterbereich, würde ich sagen. Oh, wie schön. Die haben es aber gut, die Mitarbeiter. Können hier nochmal chillen. Mit schöner HiFi-Anlage, Flachbildfernseher, paar Bildern. Hier geht's auch nochmal rein. Oh, das ist jetzt der Hintereingang in den Laden hier. Okay. Aber cool gemacht. Steht auch wieder kein Zutritt drüber, aber das zählt ja für uns nicht. So, gehen wir mal hinein. Okay, wo sind wir denn hier? Auch schon alles schön bepflanzt. Musik, Wasser plätschern. Was will man mehr? Bänke. Dün, dün, dün. Die Musik habe ich auch noch nie gehört. Das sieht aber cool aus, der Springbrunnen. Mit so einem Felsen, schön bepflanzt. Da oben kommt ein bisschen Wasser raus. Sehr cool gemacht. Und hier ist auch ein Restaurant. Wollen wir da mal reingehen? Ein bisschen Hunger habe ich ja, ne? Auch hier ist Musik. Ey, das ist mega nice, dass du überall Musik gemacht hast. Da kommt gleich so gute Laune auf. Elefantenstatuen zur Deko. Oh, hier sind auch Bänke. Das ist auch cool gemacht mit diesen Blumendingern. Da fühlt man sich dann nicht so gestört von anderen. Da hat man so ein bisschen seine Privatsphäre, weil die ganzen Tische so abgegrenzt sind mit so Blumentöpfen als Zwischenwände. Finde ich eine coole Idee. Hier hast du auch wirklich das relativ gut noch gelöst, auf engstem Raum möglichst viele Sitzgelegenheiten vernünftig unterzubringen. Und hier können sich die Leute anstellen. Die stören dann auch nicht die Leute beim Essen, weil hier logischerweise auch wieder so eine Wand vor ist. Sehr gut durchdacht, das ganze Konzept. Hier kann man sich dann sämtliche Speisen und Getränke kaufen. Cool. Und hier auch alles beleuchtet und so. Und auch natürlich ein schönes offenes Glasdach. Ach toll. Und eine schöne Aussicht. Hier ist nämlich auch alles so ein bisschen gestaltet. Oh, da steht sogar eine Kirche im Hintergrund. Cool, vielleicht können wir da nachher noch hoch. Kann das sein, dass die nur Deko ist? Ich glaube, so ein bisschen kahl ist es hier schon noch. Aber finde ich cool, dass du dir so viel Mühe gegeben hast. So, tolles Restaurant. Offen. Ja, wir waren da eh gerade schon drin. Hier geht's auch nochmal rein. Ich erkunde jetzt wirklich jeden Gang. Ach, hier ist ein Gehege. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Warte mal, wir gehen nochmal in das Restaurant. So, hier kann man sogar ein Gehege sehen. Da, das habe ich gerade gar nicht gecheckt. Da sind nämlich solche... Gott, jetzt kommen wieder diese ganzen... Ich sag einfach mal Gabelbock. Mal gucken, ob es richtig ist. Wir gehen mal rein. Wahrscheinlich nicht. Ah! Ich bin so stolz auf mich. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich den Gabelbock richtig erkannt habe. Oh, das wirkt hier aber alles sehr idyllisch. Das Wasser plätschern. Und hier so ein bisschen die Tierchen am Spielen. Mit ihrem komischen Trageding. Ach, wie süß. Hübsche Tiere, ne? Kann man nicht anders sagen. Ein sehr schönes Gehege auch. Sehr natürlich aus. Aber sollten wir gleich eigentlich aus Besucherperspektive uns genau angucken. Ich spoiler mich hier halt gerade voll, weil ich so neugierig bin. Oh Gott, wo gehe ich denn jetzt lang? Hier sind auf jeden Fall Ausschilderungen. Restaurant, Grizzly Bear, Gabelwalk. Boah, das sieht auch wieder schön aus hier. Schön atmosphärisch. Du hast nämlich auch dieses Laub benutzt, diese Düsen. Ah, das finde ich toll. Das bringt halt so eine richtig Bewegung rein in das Bild hier. Und dadurch wirkt das alles so schön. Ich weiß nicht, so märchenhaft finde ich so ein bisschen. Ist aber auch eine tolle Gestaltung hier mit dem Gras, mit den Bäumen und Pflanzen. Sieht toll aus. Wir gehen mal zu den Gabelböcken. Kommt. Hast auch alle Bordsteine und alles abgedeckt. Sehr schön gemacht. Hier geht's in ein Gebäude rein. Gabelbock, okay. Hier ist schon die erste Donation-Box. Die ist auch sehr schön eingebaut. Ich weiß jetzt nicht, ob du das aus dem Workshop hast, aber ich finde das Design sehr cool. Da kann man dann sein Geld reinschmeißen. Auch hier diese Deko-Baumstämme finde ich cool. Und hier hast du auch eine schöne Wand gebaut aus Fels und Baumstämmen, wo man durchgucken kann. Und hier scheint diese 4x4-Tour zu sein, von der du geschrieben hattest. Aber ich glaube, das ist auch hier schon Gehege, ne? Ich glaube schon. Gehen wir mal hier rein. Gabelbock. Ja, hier stehen ein paar Infoschilder, bisschen Werbung. Hier auch nochmal schön dekoriert. Den Rahmen und so alles abgesteckt. Da sind schon viele Details eingeflossen. Oh, guck mal hier diese schöne Wand an. Ich glaube, die ist sogar beleuchtet bei Nacht. Wow, das ist cool. Oh, und selbst hier kann man rausgucken und hier können auch die Tiere anscheinend hin.
Okay, das hast du wirklich sehr cool gemacht. Und hier natürlich, das habe ich gerade gar nicht gesagt, hier kann man die natürlich dann beim Schlafen beobachten. Da ist er gerade aufgewacht. Auch toll. Boah, das sieht ja auch cool aus hier. Aus wie so ein Pilz. Ist alles beleuchtet. Das muss ich mir unbedingt bei Nacht anschauen. Richtig cool. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt als allererstes mal mit dieser 4x4-Tour und schauen uns das Ganze mal an. Und da geht die wilde Fahrt schon los. Durch die Tür hier. Oh, die öffnet sich ja gar nicht. Wie schade. Okay. Fahren auf jeden Fall hier erstmal in so ein kleines Waldgebiet. Sehr schöne Bepflanzung, aber das Auto ist leider sehr schnell unterwegs. Wir fahren auch hier über eine Brücke. Aber ich befürchte fast, dass wir jetzt gar nicht all deine Details hier sehen können. Hier ist die Kirche oben. Und hier geht's in den Tunnel rein. Oh, wie cool. Schaut mal kurz eine andere Kamera an. Machen wir mal diese hier. Sind wir in so einer Mine, beziehungsweise einem Tunnel. Hier hätte man natürlich auch noch ein bisschen dekorieren können innen drin. So, vielleicht so ein paar Stützpfeiler oder so oder ein paar Klippen. Aber ich kann verstehen, dass du es noch nicht gemacht hast, weil wäre bei mir auch das allerletzte, was ich machen würde. Aber so in der Art meine ich das hier mit so ein paar Klippen und diesen Holzstützpfeilern. Ah, da rechts waren wir gerade. Und hier ist schon wieder das nächste Gehege. Rentiere, ah, okay. Wir fahren wieder in den Tunnel. Wow, ist die Fahrt schnell. Ich habe sogar gerade schon die Geschwindigkeit auf 1 mph runtergestellt, auf das langsamste. Das finde ich immer sehr schade bei Planet Zoo, bei diesen Fahrten. Man verpasst einfach unheimlich viel. Weil man kann auch nicht irgendwie das manuell steuern und einfach mal anhalten. Du hast dir wirklich viel Mühe gegeben. Die ganzen Klippen vernünftig gestaltet. Hier rechts hast du auch eine sehr schöne Scheune für die Rentiere gebaut. Werden wir uns aber alles gleich vernünftig angucken, Leute. Also keine Sorge, ich schalte mal kurz unsere Perspektive an. Hier sieht man nochmal, wie schön du das alles gestaltet hast. Jetzt fängt es ja auch noch an zu regnen. Ich finde das auch cool mit den Klippen hier, dass man direkt so an den Klippen dann lang fährt. Du hast dir super viel Mühe hier gegeben mit der ganzen Baum- und Waldgestaltung und Bepflanzung und den ganzen Klippen und sowas. Aber das war schon die Fahrt. Okay, die war relativ kurz. Aber das macht ja nichts. War eine sehr schöne Fahrt auf jeden Fall. Oh, wo sind wir denn jetzt hier? Ah, hier sind wir vorhin durchgefahren. Hm. Also hier sind wir lang gefahren. Dann hier sind wir in dem Gabelbockgehege, was wir vorhin schon gesehen hatten. Hier unten waren wir schon. Jetzt drehen wir nochmal die Kamera. Oh, tut mir leid, wenn das manchmal ein bisschen schlimm ist mit der Kameraperspektive. Hier ist dann die Brücke im Gabelbockgehege. Da können die sogar untergehen und auch chillen, die Gabelböcke. Die haben ja auch so ein bisschen Spielzeug liegen. Finde ich auch eine sehr coole Idee. Und hier nebenan ist schon das nächste Gehege. Das hätte man rein theoretisch aus der Tour auch schon sehen können. Da sind nämlich die Rentiere. Die planschen hier so ein bisschen rum im Regen. Scheint ja auch nicht groß zu stören. Sonst würden sie sich unterstellen. Ah, das ist schon cool gemacht. Hier geht es dann durch den Tunnel so ein bisschen. Hier kommt man dann nochmal raus. Auch sehr cool. Schön alles hier mit Klippen abgesteckt. Auch sehr schöne Felsarbeit hast du hier gemacht. Wirkt alles wie in einem Guss. Hier auch wieder sehr schön bepflanzt. Die Eingänge hier wunderbar gemacht. Also wirklich schön. Sieht alles super aus. Sogar hier hast du nochmal so ein paar Stützer gemacht oder Stützpfeiler gemacht. Das ist schon wirklich viel Liebe zum Detail. Nicht schlecht. Und hier geht es dann auch nochmal raus. Hier sind wir dann nämlich auch nochmal entlang gefahren. Hier sind wir nämlich in dem Rentiergehege. Oh, die haben auch eine schöne Scheune hier. Die auch von innen gestaltet. Schauen wir mal rein. Oh ja, wie schön. Hier regnet es auch nicht rein. Hier fühlt man sich gleich viel wohler, wenn es draußen regnet. Hast aber auch hier sehr schön gestaltet. Oh. Okay, die Kamera teleportiert mich wieder sonst wohin. Ich finde aber auch wirklich die Dachform und so super interessant. Das hast du wirklich schön gemacht. Hier oben auch diese offenen Fenster. Hier diese offenen Tore. Das ist wirklich toll. Denn hier trinken, Futter. Sieht super aus. Und natürlich das hier. Diese ganze Bepflanzung und so. Hast du auch wirklich richtig gut gemacht. Ja, man sieht schon, du hast da wirklich viel Liebe reingesteckt. Also ich mag deinen Baustil auf jeden Fall sehr gerne. Genau, das ist die Scheibe, da konnten wir vorhin durchgucken. Aber ich würde sagen, hier gehen wir jetzt nämlich mal zurück und suchen uns mal hier einen Mitarbeiter und dann geht's weiter. Hier ist nämlich schon einer. Aha, den benennen wir um. Und geht's weiter mit unserer Tour durch dein Zoo. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass es gerade regnet. Ich finde es eigentlich gerade recht beruhigend. Ich mag aber auch Regen. Solange man selber nicht nass wird, ist das eigentlich ganz schön. Ich glaube, der Regen hört jetzt auch schon wieder auf. Ja. Die Sonne kommt wieder. Und wir gehen jetzt zu den Grizzlybären. Die sind nämlich schon direkt hier vorne. Oh, da hinten haben wir noch viel zu erleben.
Rentier, Dallschaf, Schneeleopard, kleiner Panda, Polarwolf. So klein scheint dein Zoo gar nicht zu sein. Was ist das denn hier? Ist das so ein Spielzeug für die Bären? Ja, ich glaube schon. Hä, aber können die hier wirklich hin? Warte mal. Oh, das ist selbst gebaut. Oh nee, das ist Deko. Oha. Okay, es kann auch sein, dass es aus dem Workshop kommt. Ich weiß es nicht. Weiß auch nicht, was es genau ist, aber es sieht sehr interessant aus. So, hier geht es auf jeden Fall hoch. Ich liebe ja diese Bäume, ne? Die sehen so toll aus. Finde ich mega cool. Aber du hast auch sehr gute Pflanzen gewählt. Die passen wirklich alle optisch sehr gut zusammen. Und hier kann man dann auf so ein paar Aussichtsplattformen. Ah, auch eine tolle Infotafel. Sehr schön gestaltet, auch mit Lautsprechern und so. Hier kann man dann die Grizzlybären beobachten. Da unten sind sie. Kann man perfekt sehen. Davon hast du 3 Stück, glaube ich, gemacht. Nee, noch eine weitere. Nicht 3, 2 nur. Hier kann man nämlich auch nochmal drauf. Finde ich auch cool, solche Aussichtsplattformen. Auch die Geländer hier sind sehr interessant. Auch sehr schön aus. Ja, hier kann man dann auch nochmal hoch. Kann man die dann auch sehen. Und da hast du dann den Höhleneingang gebaut. Auch sehr interessant hier mit den Felsen und den Baumstämmen. Sieht cool aus. Tolle Idee. Ja, definitiv. Cooles Gehege. Habe ich nichts dran auszusetzen. Sieht super aus. Ein Fenster ist hier noch offen. So. Manchmal merkt man das leider in der Perspektive, wenn noch irgendwas im Weg ist. Ja, das ist schon toll. Und wir können uns auch nicht groß verlaufen, denn jetzt können wir hier lang gehen und gehen in deinem Zoo weiter. Wo geht's denn jetzt hier hin? Oh, die FPS sind gerade ein bisschen runtergegangen. Ich glaube, wir haben hier gleich irgendwas zu erleben. Mal schauen. Irgendwas Interessantes. Ich finde, das wirkt alles wirklich sehr angenehm hier. Also wie in einem Guss. Hast du wirklich gut gemacht. Auch das hier sieht super aus. Diese Scheibe, wo man durchgucken kann, wie du das hier gestaltet hast. Richtig nice aus. Und auch von innen sieht das cool aus. Ist das die Grizzly-Höhle hier? Oh ja. Ist auch so Wasser und so drin. Sogar so ein bisschen sprudeln. Ah, so viel Liebe zum Detail, das liebe ich ja, ne? Diese ganzen Felsen, die hier runtergucken, das sieht schon cool aus. Also das ist schon eine sehr tolle Grizzlybärenhöhle. Na, sind wir einmal kurz im Kreis gelaufen, macht aber ja nichts. Ist auf jeden Fall richtig gut geworden, das Grizzlybärengehege. Ich finde das auch eigentlich ganz klug gelöst, wie du das hier mit den Klippen und den normalen Terrain-Tool so gelöst hast. Ich meine, hier hast du gar keine Klippen mehr verwendet, aber es sieht trotzdem ziemlich gut aus von der Form her. Das hast du wirklich sehr schön gestaltet hier. Sieht alles sehr natürlich aus. So, jetzt kommt die erste Abzweigung, wo ich mich verlaufen kann. Rentier-Dallschaf. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Rentier, weil wir da vorhin schon waren. Oder gehen wir rechts? Weil es macht wahrscheinlich mehr Sinn, erst rechts zu gehen. Das wirkt mir mehr so wie der Weg, wo die Sackgasse dann ist. Ja, wir schauen erstmal hier rein. Auch sehr interessant hier, ne? So mit Felsen und dann so ein Gitter, wo man durchschauen kann. Das sind Schneeleoparden. Habe ich ja schon häufig gesagt, die Tiere, die ich unbedingt sehen möchte. Irgendwann wird es soweit sein. Und dann werde ich ein Video machen, wie ich einen Schneeleoparden sehe. Wenn ich mal irgendwann in ein Zoo komme. Auch sehr interessantes Gehege hier, ne? Die Form ist krass. Richtig schöne Höhenunterschiede hier. Höhlen, Klettermöglichkeiten. Sehr grau auch, sehr felsig. Finde ich aber cool. Finde ich sehr passend für die Schneeleoparden. Wow. Schauen wir uns nachher noch von... Oh, jetzt fängt es an zu schneien. Ich glaube, das unterbinden wir jetzt mal, Leute. Wird mir jetzt hier doch ein bisschen zu bunt. Wir machen mal wieder Sonne. Weil der Schnee bedeckt leider... Der sieht zwar schön aus, aber der bedeckt leider immer sehr viel, was Deko-Elemente angeht. Hier ist ein Mitarbeitergebäude. Gehen wir mal rein. Oh, guck mal, hier hast du auch alles schön dekoriert. Ja, wieder nicht am Arbeiten, ne? Schön Donuts essen. Und Amerikaner. Oder sind das Amerikaner? Das sind wahrscheinlich auch Donuts, die nur kein Loch in der Mitte haben. So, gehen wir mal in das Schneeleopardengehege. Immer rein. Sneak peeken können wir. Oh, ist das ein Baby? Oh, wie süß. Oh mein Gott, das ist niedlich. Hier ist noch ein Baby. Oh, das ist ein Baby? Ich kann das gar nicht einschätzen. Nee, ausgewachsen. Ups. Das ist ein Baby. Ja, okay, das sieht man eindeutig den Unterschied. Oh, ist der süß. Oder sie. Wirklich krass. Das ist aber echt cool, das Gehege. Sehr interessant. Ich mag dieses Gitterding, was du hier gebaut hast.
immer was ganz anderes als nur so eine Glasscheibe. Auch wenn man da natürlich nicht so gut durchgucken kann. Aber das passt irgendwie sehr gut hier zu diesem Felsgehege. Von der Optik. So. Gehen wir mal wieder hier raus. Hier kommt nämlich schon das nächste Gehege. Oh, hier ist auch diese Gitter gemacht. Was haben wir denn hier für Tierchen drin? Ah, rote Pandas. Hier ist auch so ein bisschen andere Bepflanzung direkt mit Bambus im Hintergrund. Aber auch sehr schöne Klettergelegenheiten hast du hier gebaut. Schön mit der Bepflanzung. Hier ist dann so ein natürlicher Unterstand. Wundervoll. Und alles Klippen hier, ne? Ja. Ich kann das schon gar nicht mehr richtig unterscheiden hier bei dir, ob das jetzt Klippen sind oder Terrain-Tool, weil du das einfach so schön gestaltet hast. Also man sieht wirklich, dass du jede Klippe einzeln platziert hast und nicht viel kopiert hast, weil du hast das so gut gemacht. Wirklich nice aus. Auch ein kleines, feines Gehege. Gefällt mir. Hier ist auch wieder ein sehr schönes Pandaschild. Ist ein bisschen oben abgeschnitten, leider. Hätte vielleicht diesen Holzmast ein bisschen noch bewegen sollen. Aber wo geht's denn hier rein? Hier kann man die auch nochmal beobachten. Ah, da sieht man die sogar gerade im Hintergrund. Wie sie quasi auf die nächste Ebene fliegen. Okay, wo sind wir denn hier? Mit Nebel und allem. Das ist ja mystisch. Oha. Keine Ahnung, wo wir sind. Ah, oh mein Gott. Das ist ja auch cool gemacht, dass man hier so durchsneaken kann auf die Polarwölfe. Wie sie dann da schlafen. Coole Idee. Wobei die eigentlich durchpassen würden, wenn das Spiel realistisch wäre. Aber finde ich cool, dass du das mal nicht mit einer Glasscheibe gelöst hast, sondern so, dass man durch ein paar Lücken durchkauen kann. Sehr interessant. Noch eine Infotafel. Und hier hast du auch nochmal so einen Ausguck gemacht mit Gitter. Ein Zutritt. Und hier auch wieder sehr schöne Wanddekoration. Wir gehen natürlich rein. Okay, hier ist nichts Interessantes. Ah, hier ist aber wieder ein schönes Höhlensystem. Sogar hier hast du überall so ein bisschen Wasser und so noch untergebracht in den Höhlen. Finde ich auch mega cool. Das ist halt auch viel Liebe zum Detail bei der Gestaltung. Ja, wundervoll. Gehen wir mal draußen weiter, aber sonst verpassen wir so viel. Boah, sehr schön hier mit dem Springbrunnen. Auch ein sehr interessantes Gehege von der Begrenzung hier. So schön geschwungen. Leider sind die Wölfe gerade alle am Schlafen, haben wir ja gerade schon gesehen. Sieht aber wirklich toll aus hier. Und man kann auch überall so ein bisschen reingucken. Finde ich super. Ich hatte übrigens recht mit der Sackgasse. Oh, guck mal, hier kann man sogar auch nochmal runtergucken zu den Bären rein, theoretisch. Cool. Okay, gehen wir mal zurück. Und dann gibt es eigentlich nur noch eine Richtung, wo wir lang müssen. Nämlich in die letzte Richtung. Richtung Dallschaf und Rentier. Hier kann man dann auch nochmal wundervoll in das Rentiergehege schauen. Das hatten wir ja gerade schon gesehen. Und natürlich hier auch nochmal in das Schneeleopardengehege. Hier ist noch ein bisschen Werbung. Da hinten sind sogar die Rentiere mal zu sehen. Und hier ist das Dallschaf. Ist auch ein bisschen abgeschnitten. Das ist schon hier das Gehege. Das ist natürlich sehr grün, ne? Ich weiß nicht, ob das so passend ist für so ein Dallschaf. Der eher so ein Schneetier, ne? Weil das sieht eben so ein bisschen unnatürlich aus, so ein weißer Pelz und dann so ein grünes Gehege. Aber trotzdem schönes Gehege. Auch schöne Höhenunterschiede. Und wieder schön mit den Felsen und Pflanzen gearbeitet. Und auch ein süßer Unterstand hier. Auch niedlich. Guck mal hier, die kleine Tränke. Auch sehr süß. Sehr viele coole Ideen. Hier geht es dann auch nochmal steil hoch. Okay, das ist einfach nur so, dass die Tiere sich ein bisschen austoben können. Das sieht wirklich toll hier alles aus. Und hier ist dann nochmal Rentier, okay. Ah, hier kann man nochmal von hier innen drin auf die Rentiere schauen. Die Rentiere haben auf jeden Fall am meisten Platz hier in deinem Zoo. Die haben ein riesiges Gehege. So, kein Zutritt. Hier nochmal so ein bisschen Deko. Auch wieder sehr schön von innen hier alles gestaltet. Wir gehen natürlich auch hier rein. Oh, selbst hier kann man sogar nochmal durchgucken. Geht es dann nochmal hoch. Auch alles wunderbar dekoriert. Wo geht es hier hin? Ach, guck mal. Ach, guck mal, wie schön das ist. Hier überall noch so Lampen und so. Hier geht es dann rein zu den Schafen. Hinten sind dann noch ein paar Mitarbeitergebäude.
Hier geht es auch nochmal hoch. Sogar noch Sitzmöglichkeiten für die Mitarbeiter. Bilder, Lampen, Blumen. Du hast hier wirklich an alles gedacht. Oh, hier kann man auch nochmal durch die Scheiben kauen. Schauen wollte ich natürlich sagen. Cool. Gefällt mir gut. Jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufen, wenn ich ehrlich bin. Ah, hier geht's raus. Okay. Ich glaube, wir haben alles gesehen, oder? Ich glaube ja, Leute. Schauen wir mal von oben. So. Ah ne, wir müssen den Ausgang noch angucken. Das machen wir nochmal eben. Wir müssen natürlich dann rein theoretisch den Weg noch zurückgehen. Und dann kommen wir hier wieder beim Hauptplatz zu dem Ausgangsgebäude. Dann kann man sogar nochmal die Tiere angucken, die Grizzlies. Durch eine Scheibe. Cool. Finde ich nice. Kein Zutritt, da gehen wir als erstes rein. Ah, hier geht's dann zu den Grizzlies. Okay, ich verstehe. Hier ist nochmal Mitarbeitergebäude. Oha. Ach so, okay. Das ist nicht so gedacht. Hier ist auf jeden Fall nochmal Souvenir am Ende. So ein Souvenirshop gebaut. Sehr coole Idee. Süße eigene T-Shirts entworfen. Ein paar Dekoartikel. Finde ich toll. T-Shirts 10 Dollar. Ich würde mir das hier kaufen. Das Pinke. Ne, mega cool gemacht. Dann nochmal so ein paar andere Souvenirsachen. Wirklich coole Idee. Oh, ein Aquarium. Mit Quallen. Oh, sowas finde ich ja mal toll, ne? Sieht wirklich gut aus. Ich bin gleich gespannt, ob das bei Nacht vielleicht nochmal cool beleuchtet ist oder so. Hier sind auch nochmal Toiletten. Und nochmal ein paar Vivarien. Da belagern die Leute aber leider gerade. Was haben wir denn hier? Oh, Leguan. Oh, ist egal, versteckt sich gerade. Tiere haben wir jetzt, glaube ich, zu Gehäufe gesehen. Goliath, Riesenfrosch oder wie der hieß. Boah, ist mir auch egal. Und die gelbe Anaconda, die hängt da oben im Baum. Sehr schön gemacht. Bis bald. Und da geht man dann durch und dann kann man deinen Zoo verlassen. Oh, hier sind noch weitere Tiere. Eine Spinne und Schnecken. Okay. Das war doch schön. Das hat Spaß gemacht. Bis bald. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal eben bei Nacht an. Jetzt auch direkt in das Ausgangsgebäude rein, damit ich das nicht vergesse. Weil mich das mit dem Aquarium schon interessiert. Oh, hast du aber sehr gut beleuchtet hier. Wow. Das sieht schon gut aus. Auch wieder schöne Musik. Wundervoll. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Hier ist so eine Kranmaschine. Wie cool ist das denn? Das würde ich ja direkt machen. Erstmal so ein paar Geschenke rausholen. Coole Idee. Oh mein Gott. Ah, sehr cool. Wir schauen natürlich jetzt mal von oben. Wow. Wie schön du das beleuchtet hast. Da können wir den Zoo ja schon mal nochmal fast komplett bei Nacht besichtigen. Oh, sogar hier die Mitarbeitergebäude. Richtig gut ausgeleuchtet. Schaut euch das mal an. Da hast du dir wirklich viel Mühe gegeben. Sehr toll. Das hier sieht auch super aus. Mit der Beleuchtung. Hammer. Hier ist das Restaurant. Schauen wir auch nochmal kurz rein. Oh, es ist auch ordentlich beleuchtet. So, das Grizzly-Gehege. Gut, die Gehege an sich, die müssen ja auch nicht beleuchtet sein. Das wäre auch nicht von Vorteil, wenn die Tiere die ganze Zeit Licht abbekommen. Hier ist wahrscheinlich auch alles drin. Gut ausgeleuchtet. Jo. Oh, hier sieht man nochmal die ganzen Deko-Sachen. Ist nicht süß. Die ganzen Details. Hier ist auch ausgeleuchtet. Wenn sie dann da schlafen und einfach mal so ein bisschen Licht. Gemein. Guck mal, das ist auch ausgeleuchtet. Ach, sehr schön. Hast du auch die Minen eigentlich ausgeleuchtet hier? Nee. Da bist du ja, glaube ich, noch nicht zugekommen. Ist alles ausgeleuchtet. Also das ist dir richtig Mühe gegeben. Auch diese ganzen Mitarbeitergebäude und so. Schaut mal. Oh, wie schön. Ich werde jetzt sicherlich einiges verpassen. Aber Leute, denkt dran, der Zoo ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt und hochgeladen. Dann könnt ihr euch den auch gerne mal selber angucken und selber besuchen. Und dann könnt ihr auch noch die Sachen entdecken, die ich jetzt verpasst habe. Oh, da gehen wir auch nochmal eben rein. Mach mal kurz die andere Kamera an hier. Geht das ein bisschen leichter. Ob hier nochmal cool beleuchtet ist. Oh, na. Mega krass jetzt nicht. Aber selbst hier in der Höhle ist beleuchtet. Wow.
Nicht schlecht. Also wirklich nicht schlecht. Du hast dir richtig viel Mühe gegeben, was die Beleuchtung angeht. Und auch die Liebe zum Detail, dein Baustil, alles hat mir sehr gut gefallen. Ist zwar ein relativ kleiner Zoo, aber es hat richtig Spaß gemacht. Ich sag's ja, Leute, klein, aber fein. Also war echt ein ganz, ganz toller Zoo. Das war der Yukon Zoo. Vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Der Zoo ist unten in der Videobeschreibung, wie gesagt, verlinkt. Könnt ihr gerne runterladen und ausprobieren. Falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, alle Infos dazu stehen unten in der Videobeschreibung. Schreibt in die Kommentare, wie euch der Zoo von Michael gefallen hat. Falls euch das Video gefallen hat, will ich mich über ein Däumchen freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.